Ja, nächste Humtour. Wir haben einen Fendt, und zwar den 465 SGE Bianco. Was haben wir für technische Daten? Wir haben 7,5 Meter auf, Gesamtlänge, Aufbaulänge 5,94 Meter, Nutzlänge 5,07 Meter, Gesamtbreite 2,32 Meter. Zwei Schlafplätze. Die Liegeflächen ist 2x85 x 2 Meter, denn ihr seht schon, das Fahrzeug hat Einzelbetten. Zulässiges Gesamtgewicht ist 1600 bzw. 1700 Kilo. Wir haben einen Grundpreis von 22.371 Euro und das Fahrzeug, was hier ausgestellt ist, hat einen Preis von 25.520 Euro. So, wir schauen uns das Ganze mal von außen an. Wir haben die Active-Variante hier, sehr, sehr schön. Auch hier wieder schön diese Aufsetzfenster, die diesen Look der Rahmenfenster so ein bisschen nachahmen, die ich aber sehr, sehr schön finde, da die wirklich wenig aufbauen. Hier eine Stauraumklappe für unter das Bett. Alufelgen, großer Mülleimer in der Tür, Wahnsinn. Und dann logischerweise auch das Fenster mit in der Tür. Und dann würde ich sagen, gehen wir direkt mal rein und sehen schon, das hier ist ein bisschen anders was wie das, was man sich sonst so angeschaut hat. Denn hier ist keine Rundsitzgruppe, das ist so eine L-Sitzgruppe. Hier ist dann nochmal so ein kleiner Hocker. Ich weiß gar nicht, ob der dann dabei ist. Könnt ihr mir, wenn ihr das wisst, gerne in die Kommentare mal schreiben. Und zwar ist dann hier diese L-Sitzgruppe. Schön mit den Fenstern, den Dachschrankklappen oben drüber. Hier das Heki und die Lampe. Da die Steuerung von der Heizung. Und da ist dann der Fernseher angebracht. Darunter ein kleiner Schrank. Hier nochmal ein Schrank. Der Kleiderschrank für Jacken aufzuhängen beispielsweise. Da ist dann auch die Elektrik drin. Jetzt versuche ich mal gerade hier so ein bisschen rein zu filmen. Da ist auch noch ein kleiner Schrank drin. Schön mit der indirekten Beleuchtung. Und direkt, wenn man zur Tür reinkommt, gegenüber der bekannte Dometic-Kühlschrank mit seinem beidseitigen Öffnungssystem. Unten drunter auch noch mal Verstaumöglichkeit und dem gegenüber logischerweise die Küche. Hier auch wieder der Drei-Flammen-Kocher, tiefes Spülbecken, Besteckschublade, Gasanschlüsse, Soft Close. Das hier ist auch so eine Kleinigkeit, die ich super finde. Da kann man mal ein Handtuch drauf hängen. Hier nochmal eine Schublade und hier unten die etwas kürzere Schublade. Dann haben wir hier noch einen Apothekerschrank. Also auch in der Küche ist für Stauraum gesorgt. Dann hier noch so eine kleine Theke. Hier steht jetzt gerade eine Kaffeemaschine drauf. Wenn man die mitnimmt, kann man die auf jeden Fall perfekt dort unterbringen, wenn man am Reiseort angekommen ist. Hier auch viel, viel Platz. Hier nochmal so Haken für eventuell Spüllappen aufzuhängen. Das ist auch ganz praktisch. Auf jeden Fall eine schöne Sache. Ja, und dann wie gesagt, ne, Einzelbetten, Stauraum, wie gesagt, unten drunter genügend pro Seite. Ich versuche mal eins hochzuheben. Da kann man mal drunter gucken. Hier auf der Seite ist der Wassertank. Hier, der hat sogar auf beiden Seiten die Stauraumklappen, das heißt, man kann beide Betten unten drunter beladen von außen. Dann kann man natürlich hier noch das Bett erweitern, dass man in der Mitte eine große Liegefläche hätte. Hier noch mal eine schöne große Schublade. Da hinten Ablagemöglichkeiten. Jeder hat in seiner Ecke noch eine Steckdose, die Leselampen und auch hier viele, viele Stauraumklappen mit jede Menge Möglichkeiten. Hier oben dann noch der Lichtschalter für die ambiente Beleuchtung hier im Schlafbereich. Und dann hier noch die Abtrennung für den Schlafbereich. Ein wirklich schöner Grundriss, muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allem, was mir echt gut gefällt, ist diese Sitzgelegenheit. Ja, sie ist dadurch ein bisschen kleiner, man hat ein bisschen weniger Sitzmöglichkeit.
Aber es ist halt einfach mal was anderes. Ne? Also es ist nicht so diese typische Rundsitzgruppe. Es hat einfach einen ganz anderen Charme, finde ich. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr mal von solchen Grundrissen haltet, weil, wie gesagt, es ist ja nicht alltäglich und das finde ich auch mal mutig, auch mal was anderes zu machen.